So, wir beweisen heute mal den Satz Pythagoras, okay? Wichtig zu sagen, euch wird man nicht verstehen, sondern nur mich, weil ich das Mikro an mir habe, deswegen wiederhole ich alles, was ihr sagt. Okay, und zwar, es gibt mehrere Beweise des Satzes Pythagoras und heute machen wir mal den Satz, den Beweis, mit Hilfe von Scherung. Wer von euch kennt den Beweis mit Hilfe von Scherung im Satz Pythagoras? Zero? Sonst noch jemand? Okay, dann hilfst du gleich an Stellen, bei denen alle anderen nicht Bescheid haben. Gut. Nee, ich habe gekocht, ist ewig her, ne? Was ist denn Scherung? Was ist denn Scherung? Weiß jemand, was Scherung ist? Schon mal gehört den Begriff? Sehr gut. Dann führen wir den jetzt ein und dann könnt ihr nämlich in der Didaktikveranstaltung glänzen, wenn ihr es schon wisst. Okay, da kommt es nämlich auch dran. Dann könnt ihr sagen, ja, Scherung, alter Hut. Was ist Scherung? Wenn ich ein Dreieck habe, mit der Grundseite g und der Höhe h, wie groß ist der Flächeninhalt? Wie groß der Flächeninhalt von dem Dreieck? Dieter, 1/2 g mal h. So, jetzt denkt euch mal durch den Punkt C hier oben. Immer schön die Punkte benennen, ne? War gerade geneigt zu sagen, den Punkt da oben. Nee, benennt die Punkte durch Punkt C. Wenn wir hier eine Parallele zur Grundseite G durchlegen und uns gedanklich vorstellen, wir würden den Punkt C hier oben drauf bewegen, zum Beispiel hierhin. Was passiert mit dem Flächeninhalt? Der bleibt gleich. Ja? Hat ja immer noch die gleiche Höhe, weil die Gerade G, Quatsch, die darf ich nicht G nennen, ne? die gerade I parallel zur Grundseite G verläuft. Wenn ich den Punkt C hier oben dran verschiebe, ist der Abstand, das heißt die Höhe des Dreiecks, immer gleich. Grundseite gleich, Höhe gleich, Fläche gleich. Das heißt, ich kann den Punkt hier oben verschieben, ohne den Flächeninhalt des Dreiecks zu verändern. Der Flächeninhalt bleibt invariant. Insbesondere kann ich den Punkt C hierhin verschieben. Gleicher Flächeninhalt. Und man sieht dann auch, ah, das ist ein halbes Rechteck. Der Flächeninhalt vom Rechteck ist g mal h, wenn es hier ein rechter Winkel ist. So, und dann kann man hier auch noch sich herleiten, warum der Flächeninhalt 1/2 g mal h sein muss. So, und der Flächeninhalt bleibt aber gleich, wenn ich den Punkt C verschiebe. Und dieses Verschieben des Punktes C auf der Parallelen zu G nennt man Scherung. Das Dreieck wird geschert. Ja, Scherung. Und der Flächeninhalt bleibt dabei invariant. So, das funktioniert aber nicht nur mit Dreiecken, sondern auch mit Rechtecken. Flächeninhalt des Rechtecks? Dipsi? A mal H in dem Fall. Was passiert, wenn ich hier eine Parallele durchlege? So. Nenne ich auch wieder I. Und diese Strecke hier, diese Seite, parallel verschiebe. Was erhalte ich für eine Figur? Dieter? Parallelogramm, Flächeninhalt von Parallelogramm? A mal H, bleibt gleich.
Ne? Wenn ich das Viereck oder das Rechteck hier schere, indem ich hier oben die Seite parallel zur gegenüberliegenden Seite verschiebe, bleibt der Flächeninhalt gleich. Auch Scherung. Das heißt also, wir haben eine Operation erfunden, die die Figur verändert unter Beibehaltung des Flächeninhalts. Das brauchen wir jetzt. Rechtwinkliges Dreieck. Der Satz des Pythagoras besagt was? Schlaubi? Die Quadratflächen über den Katheten sind in der Summe genauso groß wie die Quadratfläche über der Hypotenuse. Okay, also ich versuche jetzt hier mal die Quadrate zu skizzieren. Mach das jetzt alles mal ein bisschen aus der Hüfte. So. Naja. Also der Flächeninhalt plus der Flächeninhalt ist genauso groß wie dieser Flächeninhalt. Satz des Pythagoras. So, und jetzt beweisen wir den mit Hilfe von Scherung. Wir machen jetzt das Folgende. Wir nehmen diese Strecke hier und bewegen die parallel zur gegenüberliegenden Seite in diese Richtung. Okay? Wir nehmen diese Strecke und bewegen die parallel in diese Richtung bis zu dieser Ecke hier. Was können wir über das grüne Parallelogramm sagen? New York? Der Flächeninhalt ist B-Quadrat. Warum? Ja, bei einer Scherung der Flächeninhalt unverändert bleibt. Genau, wir haben das hier geschert. Ne? Wir haben diese Strecke, diese Seite parallel zur gegenüberliegenden Seite entlang dieser parallelen Geraden verschoben. Demnach bleibt der Flächeninhalt von diesem Quadrat ist gleich groß wie der Flächeninhalt dieses Parallelogramms. Und das ist ein Parallelogramm, ne? Weil wir es ja parallel verschoben haben. Und weil diese Strecke gleich lang ist wie diese und hier hinten landet, sind natürlich auch diese beiden Strecken hier parallel. Klar, es entsteht ein Parallelogramm. Das heißt, wir haben eine Operation angewendet auf dieses Quadrat. Wir haben das Quadrat gemorpht in dieses Parallelogramm. Es hat aber den gleichen Flächeninhalt. So, jetzt machen wir das Folgende. Wir drehen dieses Parallelogramm um den Punkt A. Könnt ihr euch das vorstellen? Wir nehmen das grüne Parallelogramm und drehen es jetzt um den Punkt A hier runter. Was passiert dann? Ich drehe das grüne Parallelogramm so, dass diese Strecke hier auf dieser landet. Diese Strecke soll auf dieser landen.
Könnt ihr sagen, wo der Punkt B landet, wenn ich das da rumdrehe? Ich zeichne es einmal rot ein. Das grüne Parallelogramm nehme ich und drehe es um Punkt A. Um 90 Grad mit dem Uhrzeigersinn. New York. B landet unterhalb von dem Punkt A. Wo unterhalb? Warum exakt hier? Die Strecke, die wir da nach unten projizieren, genauso lang ist wie C. Ja. Das hier ist C, also muss das auch C sein. Genauso hier landet die eine Seite des Parallelogramms. Wo landet dieser Punkt hier? Ich habe es ein bisschen ungenau gezeichnet, aber wie lang ist diese Strecke hier? B. Weil es wieder kommt, ist mit der gleichen Logik auch C. Richtig. Ja, ich drehe das grüne Parallelogramm um Punkt A um 90 Grad nach rechts und dann landet es hier, dort, wo ich das Rot jetzt hinzeichne. Was mache ich jetzt noch? Hat jemand eine Idee? Springer? Das kommt gleich, genau. Wir machen erst noch einen Schritt damit. Jetzt schere ich, genau indem ich diese Strecke hier parallel zu dieser Geraden nach unten verschiebe und lande hier. Dieser Anteil des Hypotenusenquadrats ist gleich groß wie b². Also der Anteil unterhalb dieses Hypotenusenabschnitts ist gleich groß wie b². Ich kann das Gleiche auf der rechten Seite nochmal machen und sehe, das ist genau diese andere Situation, dass dieser Teil von c² gleich groß ist wie a². Also ist a² plus b² gleich c². Warum? Wir haben drei Operationen angewendet auf a², und zwar drei Operationen, die den Flächeninhalt des Vierecks nicht ändern. Scherung ändert die nicht, Drehung ändert die nicht, nochmalige Scherung ändert die nicht. Das heißt, der Flächeninhalt von diesem Rechteck ist gleich groß wie der Flächeninhalt von diesem Quadrat. Und genauso ist der Flächeninhalt von diesem Rechteck gleich groß wie der Flächeninhalt von diesem Quadrat. So. Satz des Pythagoras bewiesen mit Scherung. Ich merke, die Begeisterung springt aus euch heraus. Ihr hüpft von den Stühlen und schreit, yeah! Naja, okay. Okay.